Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem Unboxing XXL, würde ich es jetzt nennen. Ich habe Kontakt aufgenommen mit Kabel direkt. Ich habe hier mein Handy gepackt, ich will euch dann nachher noch was vorlesen, weil ich hatte mir, wo sind sie hier? Die hatte ich mir gekauft. Ja? Also, das ist noch keine Werbung, die habe ich selber gekauft. Also hier wird auch irgendwo Werbung stehen und dann vielleicht die Kabel-Direkt-Logo, wenn ich es hinkriege. Und das habe ich ganz normal bei Amazon gekauft. Das ist die normale Serie, also die schwarz-blauen. Die haben verschiedene Serien. Das heißt halt von der Verarbeitung her. Hier ist halt ein Gummi außenrum und bei der nächst höheren Serie ist der Kabel gesleeved mit Nylon. Und ich habe mir gedacht, weil ich musste mir mehrere neue HDMI-Kabel kaufen. Also die hier, und dann wollte ich eigentlich mehr holen, aber bei meinem Dreamscreen hatte ich ja aus Versehen zwei mitbestellt, wo ich eigentlich gar nicht brauchte. Also habe ich dann halt noch zwei. Weil bei mir ist der Blitz drin, beziehungsweise Überspannung, ich weiß es nicht, die Capture-Karte entschärft und den 1 zu 2, also HDMI 1 zu 2 Splitter hat es entschärft. Den PC hat es entschärft gehabt, was man aber erst bei näheren Recherchen mitgekriegt hat. Und ja, da habe ich jetzt Angst, dass der 10-Meter-Kabel auch ihn weg hat. Vorab, 10-Meter-Kabel für HDMI, 4K HDR ist so eine Sache. Ist so eine Sache, weil eigentlich soll es nicht wirklich unterstützt sein werden oder es kann zu Abbrüchen kommen. Da muss man so einen Repeater zwischen machen, sagen so viele. Hat mir auch Kabel direkt darauf hingewiesen, dass da bei der Länge bei 4K HDR, naja, das ist nicht so gut ist. Ich habe aber damit echt gute Erfahrungen gemacht. Also, wie gesagt, der Kabel, den ich vorher drin hatte, den kann ich jetzt euch auch nicht zeigen. Das ist auch ein Kabel direkt Kabel, aber halt in länger halt. Den habe ich mir damals geholt, der liegt aber hinten dran, den kann ich jetzt nicht abbauen. Kann man nachher zeigen. Und ich brauche den aber nochmal. Weil ich habe jetzt alles ausgetauscht. Ich werde auch die DisplayPort-Kabel austauschen. Ich werde dann ein Verkabel XXL-Video machen. So, fangen wir aber jetzt erstmal an. Da haben wir einmal einen Toslink, also einen optischen Kabel. Ich werde das hier auch alles mal auspacken, um euch die Qualität zu zeigen. Und die werden wir dann nachher alle anschließen, also wenn ich es heute schaffe, weil ich weiß nicht, wie lange meine kleine Tochter heute noch pennt. Wenn ich es nicht schaffe, dann mache ich das Video morgen. Auch sehr toll verarbeitet. Das mit Gummi. Ja. Nicht gesleeved, aber hier, wartet mal, da steht, das finde ich ein geiler Gimmick. Da steht Kabel direkt drauf. Ist aus Metall und vergoldet. Das ist. Seht ihr das? Dass es Metall ist. Das ist eine schöne Qualität. So. Weil ich ja auch ein Toslink-Kabel neu verlegen muss. Weil einer hat einen Kabelbruch bei mir. So, dann werden wir die nicht durcheinander bringen. Ach so, das hört jetzt nicht zur Werbung dazu, aber den habe ich mir gekauft bei Amazon. Das ist ein HDMI-Verteiler, also Splitter 4 zu 1. Den werden wir dann nämlich gleich mit anschließen. Deswegen auch. Achso, nee, das alles. So, dann fangen wir mal hier an. Oder nee, machen wir erstmal eine große. Machen wir erstmal das große. Dann habe ich ein bisschen mehr Platz auf dem Tisch. So. Ich habe auch nur oberflächlich reingeguckt. Ich habe noch nicht alles mir angeguckt. Oh, Papa. So. Dann kann der nämlich weg. So, das habe ich gar nicht gesehen. Ist ja geil. Kabel direkt. Das ist ja geil. Klettkabelbinder, das mit Logo. Ihr wisst ja, wenn ihr mich schon länger verfolgt, ich finde es geil, wenn ich irgendwas kaufe und da dann halt noch das Branding drauf ist oder so. Ich weiß nicht warum, aber besser als einfach nur schwarz oder so. Finde ich halt optisch sehr geil. Da können wir dann schön die HDMI-Kabel und
was hinter der Schrankwand ist, die PlayStation-Kabel schön zusammen machen und so. Das wird dann, dass es dann nicht mehr so ein Kabelwirrwarr hinten ist. Das ist sehr toll. So, dann haben wir hier ein Klettband. Ich zeige euch das mal. Also das ist hier zusammen. Das könnt ihr dann praktisch so zusammen machen. Oder also so nicht, aber so auch, also nicht, pass auf, nicht so und auch nicht gerade. Aber wenn ihr das dann praktisch länger habt, so wie hier, so, dann könnt ihr das so zusammen machen. Und da habt ihr dann halt, haben wir hier halt ordentlich, das kann man dann schön zuschneiden und alle paar Meter oder halbe Meter dann so ein Ding machen, dass die Kabel dann schön zusammen sind. Weil jetzt momentan ist das ein Kabelwirrwarr da hinten bei mir, ey. Und auch für die PC-Ecke, dann kann ich die Kabel zusammennehmen, weil der Kater kraucht jetzt immer hinter dem PC, so kann ich das alles ein bisschen gebündelt zusammen machen als Strang. Das ist dann schon ein bisschen angenehmer. So, dann hier haben wir dann einen DisplayPort-Kabel. Ja, das ist der DisplayPort. Hier haben wir dann auch schon gleich, wie ihr seht, so Kabelbinder mit bei. Also, seht ihr das, mal? So, die sind gleich vom Werk aus mit bei. Die könnt ihr abmachen, wenn ihr euch das verlegt und habt gleich zwei Stück mit bei. Finde ich saugeil. Die sehen jetzt ein bisschen anders aus. Ich zeige euch die mal. Die sind so ein bisschen eckig. Sieht man das? Ja, weil die haben ja hier den Schalter. Kann man das hier irgendwie sehen? Kann man hier leider nicht wirklich erkennen. Das ist halt dafür, dass es dann, dass man das nicht einfach so rauszieht, sondern weil die DisplayPort-Kabel ja immer ein bisschen fest drin sind. Dafür ist das. Und das ist halt diese andere Serie mit diesem Viereckchen. Die habe ich auch schon als HDMI-Kabel direkt gesehen. Boah, ich freue mich schon so aufs Verkabeln. Ich weiß, viele von euch verstehen das immer nicht. Ich habe sowas ja schon öfters gemacht. Weil das doch total nervig und anstrengend und so ist, finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Klar, zwischendurch ist es nervig, ein bisschen nervlich anstrengend, ja, und das hin und her krauchen und so, aber ich kann dabei wunderbar entspannen. Es macht mir einfach Spaß, das zu verlegen. So, dann haben wir hier noch zwei Sachen. Das ist ein Fünffach-Schutzsteckleiste mit USB-Port. Seht ihr das? Ja. Und da habe ich extra nochmal nachgefragt. Also 5 Stecker haben wir drin und 3x USB. Die gibt es in weiß und in schwarz. Ich habe beide. Und da habe ich ehrlich gesagt extra nochmal nachgefragt, weil ich mir das nicht... Oh, hier haben wir auch Schrauben mit bei. Wir können uns das so ja an der Wand hängen. Ach, hier. Sehr geil. Was haben wir denn hier noch? Dann haben wir hier noch eine Kabeldirektkarte. Mit einer WhatsApp-Nummer, mit... Oh, Telegram sogar. Oder? Nee, das E-Mail. Sah aus wie der Telegram-Icon. Und eine Telefonnummer. 36 Monate verlängern. Also 18 Monate Garantie haben wir da drauf. Wartet mal, mein Mikrofon ist gerade falsch. So. Ich weiß jetzt nicht, kann ich die Nummer zeigen? Ist ja eigentlich Support. Ja? Ist ja überall mit bei. Ist voll cool. Dann halt eine kurze Anleitung bzw. Erklärung. User Manual in Deutsch und in Englisch. Hier haben wir die deutsche Version. Die gibt es in, also diese Fünfer-Steckdose gibt es in verschiedenen, also nicht nur in weiß und in schwarz, die gibt es in dreifach. Mit dreifach USB, vierfach mit dreifach USB, fünffach mit dreifach USB. Also dreimal normale Stecker oder viermal normale Stecker und wie jetzt ich hier habe, fünfmal mit normalen Stecker. Und da habe ich jetzt extra nochmal nachgefragt, weil ich habe mir die Bilder angeguckt und ehrlich gesagt sieht es jetzt nicht wirklich viel größer aus, als was ich auf den Bildern gesehen habe. Ah, wir haben hier so einen Schalter dran. Den Schalter habe ich auf den Bildern gar nicht gesehen, muss ich sagen. Hier ist ein Schalter.
Ja, ist eigentlich so groß wie eine normale Leiste. Aber wie gesagt, ein Schutz, Überspannungsschutz ist drin. Und das ist mir verdammt wichtig gewesen nach den letzten unglücklichen Ereignissen. Und jetzt muss ich mal nachzählen. Ich wollte die weiße, die wollte ich austauschen mit der weißen, die ich oben auf der Couch habe. Weil ich habe eine Breite an der Couch und ich habe mir gedacht, ich mache mir die auf die Couch, also praktisch so, an die Wand. Also ich brauche sie nicht ranschrauben oder so, ich mache es dann einfach nur so drin. Und dann habe ich hier einen Schalter zum An- und Ausschalten und habe dann hier meine Stecker. Und, aber da ist ein Telefon, was ist da drin? Telefon. Dann mache ich mein Ladegerät für die Kamera-Akkus immer ran. Was habe ich noch dran? Ach, die Lampe habe ich noch dran. Und das müsste gewesen sein. Und dann halt die USB halt für mein Huawei und für mein Honor. Weil die haben immer USB-C und immer das normale USB. Und dann habe ich sogar noch ein drittes USB frei, wo dann, was weiß ich, für ein USB ran kann. Ist jetzt ein bisschen schwerer, logischerweise, als eine normale Steckdose. Aber von der Größe war ich halt sehr perplex, weil ich kenne Überspannungssteckdosen nur in. Und die ist wirklich nicht viel größer als eine normale Steckdose. Also Steckdosenleiste. Auch von der Höhe nimmt die sich jetzt nicht viel mit einer normalen Steckdosenleiste. Oh, ein richtig schöner, langer, dicker Kabel. Das ist saugeil. Also sowas lobe ich mir. Sowas finde ich geil. So, dass es nicht zerkratzt, machen wir es einfach mal nochmal da wieder rein. Und das werden wir auch alles anschließen. Ich bin, vielleicht werde ich's, ich muss mal, ich will auch noch durchzählen, wie viele Steckdosenleisten, wie viele Stecker ich eigentlich an meinem PC-Bereich brauche, weil ich hatte mir davon Brandstuhl, so eine große, gekauft. Und die ist eigentlich über der Hälfte leer und nimmt viel Platz weg, weil die ist so. Und vielleicht machen wir auch eine so eine kleine da hinten hin am PC. Dann lasse ich meine Oma auf der Couch, ist ja egal, aber halt PC. Und da können wir ja mal durchrechnen. Ich brauche für zwei Monitore brauche ich. Für die Soundanlage brauche ich. Also für Soundsystem. Für den PC an sich. Und das war's. Dann könnte ich die Lampe nur anschließen, dann ist die Steckdosenleiste voll, dann kann ich sie verstecken. Das finde ich jetzt wiederum geil. Und dann können wir die andere, dann kann ich die vom Brandstuhl nämlich hier mit dran machen, weil die ist länger, da sind mehr dran. Und dann habe ich hier schon ein bisschen mehr Platz und die nächste kommt nämlich auch dann am Fernseher ran. Weil ich habe so viele Geräte und ich habe das halt mit Funksteckdosen und so gemacht, weil ich nicht immer will, dass alles an ist. Ich habe auch mit einem Elektriker gequatscht und der Elektriker sagt halt, wie gesagt, so wie ich es angeschlossen habe, ist das okay. Ich muss halt darauf achten, was auf der Steckdose draufsteht, mit wie viel Ampere und Volt und so das alles geht. Hier haben wir auch dann wieder ein Zettel, seht ihr das? Schrauben und Dübel mit bei. Vielleicht kann ich euch das mal zeigen, wenn ich es gleich finde. Der Elektriker hat mir erklärt, wo ich das finde. Da. Oder? Nee, das ist USB. Hier, Power Limit. Da steht immer so ein Power Limit oder Maximum Power oder so. Und das sind hier bei der 4000 Watt, glaube ich, wenn ich jetzt richtig lese. Selbst Brille kann ich das gerade etwas schlecht lesen. Und bei mir ist ja nicht immer alles gleich an. Ach so, wir haben hier so LEDs, sehe ich gerade, für an und aus. Also hier leuchtet nicht der Schalter, so wie es aussieht. Wir haben hier oben dann kleine Leuchten, die leuchten. Und das ist halt komplett in Schwarz, auch mit 5-mal Stecker und 3-mal USB. Und ja, bei mir ist halt, wie gesagt, das Problem, ich habe zu viele Geräte. Beziehungsweise, ich habe ja nicht immer die gleichen Geräte an. Also, beziehungsweise, ich möchte halt nicht so viel Strom bezahlen.
Und ich habe ja schon in der ganzen Wohnung auf LED umgerüstet, Energiesparen und so. Und deswegen ist das bei mir alles ein bisschen anders gemacht. Also ich habe jetzt nicht eine Steckdose oder drei Steckdosen besser gesagt und da sind alle Geräte dran. Nee, das habe ich nicht. Das habe ich nicht. Weil mir das einfach zu viel ist. Weil, überlegt mal, wenn die PlayStation an ist, dann was brauche ich dann? Ich brauche dann die PlayStation. Die externe Festplatte muss an sein von der PlayStation. Der HDMI-Switch muss an sein. Also, dass man halt aus einem HDMI zwei macht. Die drei Sachen müssen, also PlayStation, Festplatte, HDMI-Switch. Die drei Sachen müssen an sein. Mehr muss nicht an sein. Deswegen habe ich da dann halt eine Steckdose, die auf B ist. Da sind auch noch Stecker frei. Das ist so ein 6er oder 7er, was ich da dran habe. Da sind auch noch, wie gesagt, Stecker frei. Aber die sind nicht alle in Benutzung. Die sind mit Funk. Wenn ich sie anmache, sind sie an. Wenn ich sie ausmache, sind sie aus. Meine Brille hat irgendwas. Ich habe irgendwie einen Schlier drauf. Und so habe ich es halt auch mit dem TV. Der TV, ich habe eine Steckdosenleiste, die am Dauerstrom dranhängt. Also ohne dass da irgendwie ein An- und Abschaltmechanismus ist oder halt diese Funk, ich weiß jetzt nicht, ach, mit Funkfernbedienung, ihr wisst, was ich meine, was denn zwischen hier steckt wird, das habe ich da nicht dran. Ne? Das ist rein nur ein Stecker in der Steckdose und da ist dann halt auch so ein Verteiler und an diesem Verteiler ist auf Dauerstrom die Uhr, die unterm Fernseher ist und der TV. Weil der Techniker von Samsung hat gesagt, es ist besser, wenn der immer dran ist, weil dann programmiert der sich nicht aus. Weil ich hatte das Problem, wenn ich den angemacht habe, PlayStation angemacht, hat er immer erstmal neue Quelle gesucht und das hat mich genervt. Deswegen ist der auf Dauerstrom. So, was haben wir noch auf Dauerstrom? Ach so, ja, die Controller-Ladestation. Die drei sind auf Dauerstrom. Und dann habe ich zwei Funksteckteile dran. Also ich habe jetzt keins hier. Wartet mal, haben wir eins hier? Nee, habe ich jetzt nicht mehr hier. Habe ich einen Schrank geräumt. Ja, und wenn ich die anmache, sind sie an. Wenn ich sie ausmache, sind sie aus. Und da ist dann einmal eine Steckdosenleiste dran, die für alles, was ich dann so noch so tagsüber eigentlich immer benutze. Also Fire TV und sowas alles, die sind da denn dran, die Geräte. Und hier Gigagate und werdet ihr nachher alles sehen. Wir machen ja noch ein Verkabelvideo. So. Und wie gesagt, die sind ja nicht alle immer gleichzeitig an. Also ich kann auch an einen Verteiler, zwei Verteiler anbringen, hat der Elektriker gesagt, wenn die Gesamtlast nicht die Last des Hauptverteilers übersteigt. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel so einen habe. So, wo mehrere rangehen. Und ich mache hier mehrere Dreierverteiler ran. Und auf jedem Dreierverteiler, also sagen wir mal, ich gehe jetzt mal von wenig aus, das Ding schafft 100 Volt. Ja, und hat fünf Stromanschlüsse. Und an jedem dieser fünf Stromanschlüsse mache ich einen Dreierverteiler ran mit jeweils 300 Volt. Also mit Geräten, die jeweils, also wo insgesamt pro Dreierverteiler 300 Volt zusammenkommen. Würde die Last übersteigen. Das macht es nicht mit. Aber habe ich einen Fünffachverteiler und zwei Dreierverteiler dran und die Dreierverteiler, sagen wir mal, sind auch für 100 ausgelegt. Ja, aber ich komme bei den Dreierverteilern auf 10, bei dem anderen, weil zwei Geräte dran sind, auf 20 und mit den Geräten, die hier noch dran sind, vielleicht auf 50. Dann komme ich immer noch nicht an die 100 dran, was das kann oder ab kann. Und dann ist noch alles im grünen Bereich, sagt der Elektriker. Meine Frau ist nämlich ja auch immer sehr skeptisch und findet das halt auch nicht so toll. Deswegen bin ich da auch am Überlegen, wie ich das alles besser machen kann. Müssen wir mal gucken. So, da haben wir denn hier den 10 Meter HDMI-Kabel. Ja. Achso, wartet mal, so sieht das besser. Da steht hier HDMI drauf. Und auf der anderen Seite halt Kabel direkt, auch vergoldete Kontakte. Gummi, Sleeve gibt es halt nicht in 10 Meter.
Und die sind alle, der ist auch für 4K HDR ausgelegt. Da habe ich extra aufgepasst. Da müsst ihr, Leute, da gebe ich euch den Tipp, passt da wirklich bitte, bitte auf. Bitte, bitte passt da auf. Ich habe da so viele Nachrichten gekriegt. Meine PS4 Pro hat Bild, aber kein Ton. Meine PS4 Pro hat Ton, aber kein Bild. Das kann an den HDMI-Kabeln liegen. Das kann definitiv an den HDMI-Kabeln liegen, weil wenn ihr ein altes HDMI-Kabel habt, was nur HD-kompatibel ist, aber ihr ein 4K-Signal da rauskitzelt aus der PS4. Tja, oder ihr habt ein Krüschelbild dann oder so. Da kommt es dann wirklich ganz, ganz doll auf die Kabel an. Und deswegen passt da bitte auf. Da gibt es auch bestimmte Standards, an was sich die Leute halten müssen, die HDMI-Kabel herstellen oder beziehungsweise vertreiben. Ah, cool. Hier sind so Etiketten mit bei. Ich wollte nämlich verschiedene Farben von denen, aber die gibt es halt nicht in verschiedenen Farben. Das ist ein Cat6-Kabel. Ja? Die gibt es bei Kabel direkt im 5er-Paket. Hier 3er. Hoppala. 4er, 5er. Gibt es aber auch größere Pakete oder einzeln gibt es die auch. Und hier haben wir 2, 4, 6, 8, 10. 10 solche Aufkleber. Also 5 Streifen und 10 Sachen können wir machen. Ja, ist klar, dann macht man halt ein, schreibt man PS4 rauf und auf dem anderen auch. Dann klebt man das auf der Seite ran und auf der anderen Seite. Finde ich, also das hatte ich so noch nie. Finde ich gut, da wurde echt mal mitgedacht. Da könnten sich einige andere mal eine Scheibe von abschneiden. So. Zu den HDMI-Kabeln will ich nachher noch was sagen. So, dann haben wir hier nicht mehr viel. Oh, der Karton ist leer. Dann haben wir hier noch ein DisplayPort-Kabel. Das ist genau der gleiche. Auch hier ist, seht ihr das? Das ist praktisch, wo haben wir den anderen denn? Den habe ich hier. Der ist dann aber was länger. Wie ihr seht, ich habe zwei. Einmal der lange kommt zum oberen Bildschirm und der kleine, der kürzere kommt zum unteren Bildschirm. Müsste eigentlich genau ausreichen. Wir können ja mal aufmachen. So. Müsste reichen. Müsste reichen, weil... Ja. Unterm Tisch steht da, wenn ich jetzt so meinen PC nehme, so... Hoch zum Monitor. Ja. Müsste dicke reichen. Weil ich will ja auch nicht ewig lange Kabel da hinten haben. Weil die musst du ja alle irgendwie verstecken. Vor allen Dingen bei mir. Also nicht, ja, nicht vor mir oder bei mir direkt. Nee, wegen den Katzen. Nicht wegen den Katzen. Da tue ich Mausi Unrecht. Wegen Tigger. Neuerdings kraucht er nämlich auch hinter dem PC. Warum auch immer. So. Und die werden wir nämlich auch anschließen. Ich finde auch die Hüllen hier total toll von den Kabeln. Die sind... Die... Da kann man auch sehen, welche Preisklasse man hat von den Kabeln. Ja, ich weiß, es heißt nicht der Kabel. Ich weiß, das heißt das Kabel. Ich werde aber weiterhin der Kabel sagen. Da kommt auch bald das passende T-Shirt dafür im Merch-Shop. Dem wird es nämlich bald geben. So, da haben wir dann einmal hier oben nämlich KD für Kabel direkt und mit diesem Strich und mit dem Punkt. So, und dann können wir den hier auch wegpacken. Das wird so geil, das alles anzupacken. Ich muss aber die PC-Ecke dann frei räumen. Ich muss ja die Monitore anschließen und die Kabelei, den HDMI-Kabel nach oben und. So, jetzt kommt aber noch was. Wie gesagt, ich zeige euch das mal. Ich erkläre euch dann auch mal gleich, für was ist. Wartet mal. Das ist das. Ist das. Den langen packen wir mal hier hin. Dann sind die kurzen. Das ist der und das ist der. Das ist der. So. Ich zeige euch auch gleich, wie, was, wo, warum und weshalb. So, und dann haben wir hier jetzt noch.
hier oben. 3 Jahre Garantie. Also ihr habt auf alle Geräte, Produkte übrigens 3 Jahre Garantie. Ja. Das ist ein 1,5 Meter Kabel, Black, 48 Gigabits, Ultra HD, Ultra High Speed 4K HDMI Kabel. Steht hier hinten drauf. Kabel direkt, jetzt Garantie verlängern. Ach nee, von 1 auf. Ach so, da kann man über das auf der Webseite im Store kann man die Garantie verlängern. Ja, das werden wir dann doch auch mal machen. Da, ich werde euch auch die Webseite verlinken. Ich werde euch ein Forum von Kabel direkt verlinken. Die haben mich gefragt, ob ich netterweise ein Forum mitmachen reinmachen könnte in die Videobeschreibung, weil die haben jetzt seit kurzem ein Forum rein um Kabel und anschließen und hast nicht gesehen, wo man sich mit anderen austauschen kann. Und da gesagt, na sowas ist eine geile Idee. Das mache ich auf jeden Fall mit rein. So. Und das ist nämlich die neue Serie. So, hier haben wir auch dann wieder so eine Servicekarte mit bei. Ja, der ist auch, hier haben wir auch wieder das Klettband mit bei. Der liegt nicht einfach nur so lose drin. Ich guck mal, ob man das hier irgendwo sieht. Also, 8K, 60 Hertz, 4K bis 120 Hertz, 3D, HDMI, HDR. Ja, ich werde euch das mal zeigen, dass ihr das sehen könnt. Also die sind sogar für 8K schon ausgelegt, die Kabel. Ja, das ist jetzt hier so einer. Der ist jetzt schwarz-blau. Das ist die Pro-Serie. Wartet, ich muss mal so machen, dass ihr das seht. Pro-Serie, da. Das ist die Pro-Serie. Da ist auch drauf hier HDMI und auf der Seite Kabel direkt. Das sieht man aber jetzt bei dem Licht schlecht. Und das ist die Pro-Serie. Zu der Pro-Serie will ich euch aber noch was erklären. Weil da habe ich nämlich extra nachgefragt, weil ich das auch nicht verstanden hatte. So, sind 3 Stück. 3 mal 1,5 Meter. 1,5, 1,5, 1,5. So. Wir werden auch gleich durchgehen, wie wir das und was wir alles anschließen werden. So, das. Ich hätte mal vielleicht davon doch noch ein 2-Meter-Kabel fragen sollen für einen PC. Muss ich mal gucken, ob 1,5 hinkommt. Na egal. So, jetzt erkläre ich euch erstmal, weil wenn ihr die Pro-Serie im Shop seht, also beziehungsweise bei Amazon werde ich euch auch verlinken, wenn ihr die seht, da steht HDMI 2.1 Standard. Es gibt aber noch nicht Standard steht da nicht, HDMI 2.1 Kabel. Es gibt aber noch kein HDMI 2.1 Standard. Das aktuellste ist, glaube ich, 2.0b oder C gibt es da schon. Das weiß ich jetzt aus dem Kopf jetzt nicht direkt. Aber einen 2.1 Standard gibt es da nicht direkt. Und deswegen habe ich mal nachgefragt bei Kabel direkt, wie sich das verhält mit diesem 2.1. Ja? Und Kabel direkt hat mir geschrieben, ich zeige euch nochmal den Link. Die haben mir auch netterweise gleich einen Link mit drin gemacht. Das ist richtig geil. Wenn mein Amazon jetzt funktionieren würde. Ach, da ist er. So, da steht nämlich Kabel direkt. Ultra HD Highspeed HDMI Kabel unterstützt 120 Hertz bei 4K Ultra HD Auflösung. Dolby Vision HDR 10 und ist geeignet für PS4, Xbox in 2 Meter Länge. Also hier ist 2 Meter lang, ist praktisch der Kabel. Und das längste, was ihr davon holen könnt, ist 3 Meter. Der kostet um die 24,99. So. Und hier steht das irgendwo, wenn ich das jetzt hier direkt auf Anhieb finde. So. Nee, finde ich jetzt auf Anhieb nicht direkt. Da. Nee, finde ich jetzt auf Anhieb nicht so direkt. Doch, hier. Produktbeschreibung. Kabel direkt. 4K HDMI-Kabel, also 2 Meter. Das ist der Link zu 2 Meter. Also, wie gesagt, gibt bis 3 Meter. Kompatibel mit 4K 120 Hertz. Ultra HD, 3D, Full HD, 1080p, HDR, ARC, Ultra High Speed,
4K, PS4, Xbox One X, also Xbox X. Also allgemein Xbox PS4, sagen wir mal so, so ein Bumm. HDTV ist die Top-Serie. Also da steht auch richtig Top-Serie, seht ihr das? Top-Serie. So. Set enthält Kabel direkt 4K HDMI-Kabel, 2 Meter, kompatibel, bla 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 bla. Top-Serie. Also das ist hier super erklärt. Und hier unten steht dann halt Gewicht, Größe, alles drum und dran. Ich hatte aber irgendwo 2.1 gelesen. So. Und da hat mir Kabel direkt geschrieben, dieser wird momentan als 4K Ad, also 4K 120 Hertz Kabel bezeichnet. Dieser Kabel wurde gemäß den Vorgaben für HDMI Standard 2.1 gefertigt. Also der ist schon nach den Vorgaben, also den ich euch hier gezeigt habe, den mit Schwarz-Blau, der ist nach den Vorgaben vom Standard, also den kommenden Standard, werdet ihr da gleich sehen, 2.1 gefertigt. Ja, also das, was als Standard kommen wird, so wurde der gefertigt. Allerdings gibt es momentan noch keine offizielle kein offizielles Zertifizierungsverfahren von HDMI.org, weshalb dieses Kabel momentan nicht als 2.1 Kabel bezeichnen dürfen. Offiziell gibt es aktuell noch keinen 2.1 Kabel. Also das ist, wegen dem Ad hatte ich das gelesen, genau, so war das. Also es gibt offiziell noch keinen offiziellen 2.1 HDMI-Kabel. Aber es gibt halt Vorgaben, was da jetzt sein soll. Wartet mal, ich guck mal hier. So, Websuche. Also HDMI.org hat Vorgaben. Ich kann euch die Webseite auch mal zeigen. Ja. So sieht die aus. Ich werde die auch mal unten runter verlinken. Da kommen die offiziellen Standards her für die HDMI-Kabel. Ja, HDMI.org. Und es gibt offiziell kein Zertifizierungsverfahren. Also man kann es nicht sagen, das ist ein 2.1-Kabel. Aber HDMI.org hat gesagt, ein 2.1-Kabel muss dieses und jenes können. Das erfüllt dieser Kabel oder diese Kabel, aber es gibt noch keine offizielle Zertifizierung, wie bei 2.0, 2.0a, 2.0b. Da gibt man dann halt zum Beispiel so ein Kabel ab und die testen den und oder was weiß ich und oder keine Ahnung, wie sie das machen. Und dann sagen sie, ja, der ist fähig für HDMI 2.0b, sagen wir mal. Und dann kriegst du ein Zertifikat, ja, der Kabel kann das. Und dann darf die Firma, hier zum Beispiel Kabel direkt, darf dann raufschreiben, nicht hier 4K at 120 Hertz. Seht ihr das da? Dann dürfen sie offiziell HDMI 2.1 schreiben. Wenn es das denn gibt, aber noch gibt es nicht. Es gibt halt, wie gesagt, die Sachen, was der Kabel erfüllen muss, aber man kann die noch nicht prüfen, die prüfen auch noch nicht und da gibt es halt auch noch keinen Standard. Der hier, HDMI 2.1, zack. Also hier gibt es etliche Beschreibungen, 4K Ultra HD, 8K, könnt ihr euch gerne mal durchlesen, ich packe euch das in die Videobeschreibung. Hier Übersicht über ein HDMI 2.1 Kabel, was er können muss und sowas alles. Aber es gibt halt, wie gesagt, noch keine offizielle Zertifizierung dafür. Es gibt hier ganz viele Fragen, Antworten und so. 8K 50, 60, ich guck mal, vielleicht können wir, welche HDMI-Kabel es überhaupt gibt. Haben wir hier irgendwie eine Liste? Dann kann ich euch das nämlich mal sagen. HDMI 1.4. Hier ist dann erklärt, was 1.4 können muss. Nee. Kann ich euch jetzt so direkt nicht sagen, wie viel. Also ich glaube, HDMI 2.0b ist der offizielle Standard momentan. Also das, was als Standard zählt. Das ist das Höchste, was man momentan als Werte haben kann. So, nichtsdestotrotz. Kommen wir jetzt mal
zum Verkabeln, warum und weshalb und welche Kabel für was. Dass ich euch das mal erklären kann. So, wir haben hier die Highspeed, ja, die Superkabel. Davon kommt einer in die PlayStation. Der geht in meinen HDMI-Splitter. An diesem HDMI-Splitter von 1 auf 2 Geräte kommt einmal der 10 Meter Kabel, der zum PC führt, beziehungsweise zur Capture-Karte. Und einmal einer der Top-Kabels, der zum TV geht. Wir wollen ja auch ein geiles Bild auf dem TV haben. So, dann kommt der nächste Top-Kabel. Der kommt von meiner Capture-Karte, weil hier geht, das geht ja in die Capture-Karte rein. Und der geht von der Capture-Karte raus, hoch zum 4K-Monitor. Also der, mein BenQ, packe ich euch auch mal einen Link in die Videobeschreibung. Der kann 4K, 60 FPS mit HDR. Reicht für die PlayStation 4 dicker aus, habe ein geiles Bild. Und da kommt der hin, dass ich da das Top-Bild überhaupt habe. So. Das ist für nur, alleine diese vier Sachen sind jetzt nur für die PS4. Hier werde ich mal so, nur dass ihr so einen Ablaufplan habt. So, einen für die PS4. Einen für meinen TV. Einen für die Kodiana Box. Einen für meinen Receiver. Ach so, und für den Blu-ray Player. Ja, so in etwa. So, Fire TV kann ich momentan ja nicht anschließen mit LAN, weil der normale Fire TV 3 unterstützt kein LAN, der ist ja nur so ein kleiner Knirps, kann ich erst dann wieder machen bei dem Fire TV Cube. So, das ist halt für alle Geräte dann gedacht. Und hier haben wir dann noch zwei, die habe ich, das sind die, die ich mir gekauft habe. Ja, die sind auch in einer sehr guten Qualität. Die kommen von meinem 4K-Player, obwohl ich werde wahrscheinlich eins, Mist, mein Ultra-HD-Player wollte ich ja auch, ich habe ja einen 4K-Player, egal, der kann ja auch 4K-HDR, 60 FPS. Hier ist leider jetzt keine Beschreibung, warte mal, ich kann einfach bei Amazon raufgehen, dann kann ich euch das mal vorlesen. Da steht ja da bei meinen Bestellungen, was ich bestellt habe. Meine Bestellungen. So, da haben wir ihn. Und die Qualität ist erste Sahne. Weil wie gesagt, ich habe ja nicht nur diese beiden. Ich habe ja noch zwei, die bei meinem Devolo mit... Ach Quatsch, bei meinem Devolo. Bei meinem, ach, bei meinem Ambilight hier, Dreamscreen mit bei waren. Die habe ich ja noch. So, hier haben wir den. So, das ist ein 4K HDMI-Kabel, 1,5 Meter, kompatibel mit HDMI, also hier steht es dann, hier seht ihr, das ist kompatibel mit. Was beim anderen halt nicht stand, weil es keinen 2.1 Standard gibt. Kompatibel mit HDMI 2.0a-B, 2.0, 1.4a, 4K Ultra HD, 3D Full HD, 1080p HDR, ARC, Highspeed, ja, PS4, Xbox, HDTV, Top-Serie. Also das ist einer der Top-Serie, aus der Top-Serie. So. So, wie gesagt, die PlayStation haben wir jetzt angeschlossen. So, dann haben wir ja den hier. Und da kommen alle Geräte ran. Den packen wir uns mal hier hin. Da kommt erstmal das Fire TV ran. Fire TV brauche ich kein HDMI, das ist da leider schon mit dran. Das ist so ein... Dann, wie ihr hört, das ist meine Tochter ist gekommen. Sie hat ausgeschlafen. Dann kommt einmal der ran, der kommt von meinem 4K Ultra HD Blu-ray Player da ran
und einmal von meinem Receiver daran. Fire TV kommt daran. Ich bin auch am Überlegen, ob ich den hier ran mache und ob ich die PlayStation auch darüber laufen lasse. Das weiß ich noch nicht. Dann sind erstmal diese Geräte dran und ich habe ja noch zwei. Für meine Kodiana-Box und ja, für noch eventuell andere Geräte habe ich das dann vorhanden. So, und dann mit den Sachen, die kommen praktisch, der kommt an meinen oberen Bildschirm, an den Samsung Curve. Der kommt an den BenQ 4K Monitor. Ja, und wie gesagt, oh, da fehlt ja dann doch, nee, der kommt ja, so. Und davon kommt ja, wie gesagt, der eine dahin. Weil einer von der PlayStation in den Verteiler, einer von Verteiler in den TV und einer von der Capture-Karte dann zum Monitor. So müsst ihr euch das in etwa vorstellen. Und die Steckdosen, die müssen wir mal gucken, wie wir die am besten machen. Da bin ich noch nicht ganz schlüssig geworden, wie ich das am besten verteile. Aber wie ihr hört, die Kleine ist da, also kann ich es heute nicht mehr aufnehmen, also jetzt nicht mehr aufnehmen. Vielleicht mache ich auch mal eine Nachtschicht oder so, ich weiß es noch nicht. Ich würde mich jetzt hier erstmal verabschieden. Es ist ein ziemlich langes Unboxing gewesen, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Wenn ihr da zu den Produkten irgendwie Fragen habt von Kabel direkt, einfach in die Kommentare posten. Ich werde mein Bestmögliches tun, euch dazu die Fragen zu beantworten. Ich werde euch, wie gesagt, die Produktlinks werde ich euch in die Videobeschreibung packen. Ich werde euch die Webseite von Kabel direkt in die Videobeschreibung packen. Ich werde euch, also die Amazon-Seite, also die Amazon-Produkte, die Hauptseite von Amazon, die Webseite, das Forum, ja, und die HDMI.org-Seite packe ich euch auch mal drin, da könnt ihr ein bisschen stöbern. So, nichtsdestotrotz würde ich sagen, wartet jetzt erstmal. Ich hoffe, wie gesagt, hat euch gefreut. A Däumchen wäre a Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Vor allen Dingen jetzt geht es bald an Anschließen. Ich freue mich. Und wir sehen uns dann. Bis dahin, haut da rein. Ahoi. Sagt euer Odin.